Die Bauernhöfe ähnelten sich damals sehr. Und damit es den Leuten später nicht wieder passiert, man durch das Dorf irrt und nach dem richtigen Hause sucht, wurde das Haus markiert mit einer Ehrenpforte. Und an dieser befand sich die Tafel, die heute am Haus angebracht ist, worauf zu lesen ist: Hier wohnte Schiller und schrieb das Lied an die Freude im Jahre 1785. Das Schillerhaus ist auch so ein Ausdruck des bürgerlichen Stolzes, dass sie eben diesen Schiller ein Denkmal setzen. Und das bürgerliche Engagement ist ja heute nach wie vor da. Das alte Bauernhaus hätte ja keinen Menschen interessiert. Das ist ja nun dank seines Aufenthaltes des Sommers hier 1785 immer wieder bewahrt geblieben und stand unter dem Schutz des Bürgertums, die natürlich sogleich ihr Idol Schiller damit hochleben ließ. Als das Haus geschlossen war, ist natürlich in ganz Deutschland gesammelt worden unter den Schillerfreunden. Also von Marbach bis Weimar ging da eine Bewegung los und ein Ruck und auch durch Leipzig. Und da haben eben auch sehr viele mitgeholfen. 1998 hat man das gesamte Haus, jedes Stück Holz, jede Diele, die Sie sehen, ist original, wurde so lange behandelt und präpariert, bis es wieder hielt. Ich setze mir immer Schwerpunkte. Wir hatten vergangenes Jahr das 18. Jahrhundert zum Beispiel. Nächstes Jahr will ich zu fast vergessenen Dichtern etwas machen und überhaupt das Lied an die Freude mal wieder in den Fokus bringen. Wir lassen uns da sicher noch schöne Sachen einfallen mit dem Haus. Musik.